und eine Pizzashow für Wustet in Vierzifahrt. Und welches Resultat es werden? Ich habe Frankreich 1500 Millionen auf Elektronen von Kosaken eintreiben lassen. Ich habe aggressive Milliarden auf Elektronen mit eigenen Händen durch euer Parlament aufbringen lassen. Und ist es denn gewisser, dass ihr nicht heute noch selbst nach dem Sieger, früher oder später unter einer Wolkenlast erliegt, mit der Schuld von würden wir uns einverstanden haben, wir hätten die Mundigkeit der Völker, das Reich der Grundsätze wundert und aufrecht erhalten. Es hätte in Europa nur eine einzige Flotte, nur eine einzige Armee gegeben. Wir würden die Welt beherrscht und überall Ruhe und Glück gesichert haben, sei es durch Gewalt oder durch Überredung. Ja, ich sage es noch einmal. Wie viel Übles haben wir uns zugefügt? Wie viel Gutes hätten wir uns erweisen können? Nie war Napoleon gesprächig lustiger gewesen und mehr als einmal legte er über die Behendigkeit, mit welcher ich Mühe gab, die Folge seiner Ausdrücke so übertragen. Der Oberste verließ und ergriff ihn für 14 Bitte dort. Nachdem er fort war, sprach der Kaiser noch krank in Salon und ging dann trotz des schlechten Wetters in den Garten, ließ alle Welt dorthin rufen und wollte die Erklärungen, die wir gegeben hatten, wissen und lesen. Sie wurden dann der Gegenstand der Unterhaltung. Vier Schiffe aus Europa sind heute angekommen. Sie brachten das 66. Regiment mit und hätten vor den Abfahrt des Feldes und der unseren Gouverneur, Sir Hudson Lowe, herüberführt England verlassen. 40 hat uns der Kreise sehr scherzhaft das süße Wort des alten Soldaten des 53. Regiment der gestirnten Kaiser zum ersten Mal gesehen hatte, erzählte, diese vornehmlich zu seinen Kameraden zurückgegangen und hatte ihnen gesagt, man hatte mich zuchtig angeführt, man hatte mir versichert, Napoleon sei schon so alt, aber er ist ja gar nicht. Teufelsfer hatte wenigstens noch 60 Kampagnen im Leibe. Wir wären eifersüchtig auf dieses Misswort. Es war so französischer. Wir reklamierten es für einen unser Grenadier und ersalten ihm eine ganze Menge Bonmot unserer Soldaten während seiner Abwesenheit und nach seiner Rückkehr. Sie unterhielten ihn trefflich, dasjenige jedoch, worüber er am meisten dachte, war die Antwort eines Grenadiers zu ihm. Nach der Landung von Elbe aus fahrt dort seine große Revue gehalten. Der Kommandeur machte den Soldaten bemerklich, dass sie gut gekleidet und genährt wären und dass ihr Sold regelmäßig bezahlt werde. Der Grenadier an den er die Rede richtete, antwortete bei jeder Bemerkung vollkommen richtig. Nun denn, schloss Jano mit Selbststicker. Und wer verfände meiner Mina? So gut wart ihr bei Bonaparte nicht dran, nicht wahr? Es gab Stände. Man war
Euch schuldig? Nun, was tat sie denn das? Entweder tat sie schnell, so kann ich dir, wenn es uns nun gefällig war, ihm Kredit zu geben?